Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Erklärung vor dem Video, was gleich kommen wird. Zu einem bestimmten Moment in diesem Spiel, und ich möchte nicht zu viel spoilern, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Überschrift lesen können, übersteuert mein Mikro. Dafür möchte ich mich einfach einmal vorweg entschuldigen, aber wir haben was geschafft, woran ich nicht geglaubt habe in 2016. Und ich freue mich auf 2017. Vor allem auf den Support, den ich aktuell über Stream, über Twitch bekomme, bei den Spielen, die ich habe. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der hier über YouTube zuschaut, auch dazu stoßen wird. Legende wäre schon geil, 2017. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wie gesagt, nochmal sorry, deswegen so eine kleine Info vorweg. Es übersteuert zwischendurch ein, zwei Mal. Und zwar, ja, nicht zwischendurch, sondern eher zum Ende. Ich sag vielen Dank, lasst einen Daumen da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Ich hoffe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und zwar morgen, 12:30 Uhr, gewohnte Zeit. Bis dann. Ciao. Ja, moin moin und herzlich willkommen. Eine Aufnahme parallel zu Twitch. Das heißt, der ein oder andere Zuschauer ist dabei, supportet mich dabei, dass wir dieses wichtige Spiel, Ranked 15 Game, gewinnen. Bin gespannt. Ich habe das jetzt mit einer zweiten Szene quasi hier aufgenommen. Also ich habe ein Programm einmal gerade zum Streamen, eins zum Aufnehmen. Normalerweise streame ich mit Cam und zwar immer. Das ist schon mal eine gute Starthand. Die lassen wir auch so. Gegen einen Jäger. Oh Gott, Level 15. Das ist schon mal ein Rank, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Wir machen nichts in der ersten Runde. Versuche mal ein bisschen weniger auf den Chat gerade zu achten. Ah, hier. Go, go, verlieren. Vielen Dank. Okay. Den könnten wir wegpingen. Machen wir auch. Mal gucken, was das wird. Viel Glück. Petra wünscht mir viel Glück. Ruft einen großen bösen Wolf. Der könnte in der nächsten Runde, könnten wir den mit einem Frostblitz wegmachen. Oder wir machen den. Wenn der denn kommen sollte, mal angenommen, er greift jetzt mit seiner. Oh, okay. Macht er nicht. Ist nur eine gerade. Okay, aber es gibt ein Büchlein. Auch das Büchlein würde ich erstmal nehmen. Das sind drei Schaden, die er hier verursacht. Oder ich friere ihn ein. Das wären 2 und 2. Pass auf, wir machen. Ich spiele ihn. Ich spiele ihn. Und friere ihn ein. Mal, ich überlege gerade. Ich glaube, ich hau noch einmal arkanisches Geschoss. Obwohl, nee, den kann er direkt damit angreifen. Nee, 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 nee. Würde ich den jetzt rausnatzen, er würde den 3-2er Wolf bekommen, dann könnte er direkt den wegtraden. Deswegen sparen wir uns das. Mal gucken. Rank 15 wäre schon nice. Muhahaha, oh no. Das gibt bestimmt Flächenschaden. Okay. Er hat was Besonderes vor. Okay, wir könnten einen Spot setzen. Oder? Ja, erstmal den. Oha. Ah, das ist gut. Das ist gut. Dann trade ich ihn einmal weg. Hier kommt sein Wolf. Ja, dann machen wir so. Dann machen wir so. Nice!
Bam! Sehr guter Zug. Sehr guter Zug. Und in der nächsten Runde hätten wir einen Blizzard, wenn er hier das Deck volllegt. Okay. Das ist schon mal so ein Verzweiflungsakt hier. Und wir können Blizzard ausspielen. Oh, okay. Dann hätten wir wieder den großen bösen Wolf. Wir können Blizzard ausspielen. Dann kommt der Wolf. Und der andere wäre aber eingefroren. Das heißt, warte mal. Ah, shit. Ich glaube, das wird so nichts. Wir könnten... Was soll ich nur tun? Ich bin auch gerade unsicher. Also Blizzard bringt nichts. Denn der Wolf wird nicht eingefroren sein und hat sogar einen Schaden mehr. Dann hat er hier noch 3 Schaden auf der Hand liegen. Das ist gerade schwierig. Wir können natürlich den wegnatzen. Mann, setz mich nicht so unter Druck. Und wir warten mit den Arkanen geschossen. Einfach damit er seinen Wolf noch nicht bekommt. Jo. Ach, Mann. Okay. Okay, okay, okay. Sein Wolf ist draußen. Den würden wir... Okay, den würden wir rein theoretisch direkt wegbekommen. Hm. Auch damit würden wir ihn wegbekommen. Ich hole mir erstmal die Karten. Okay. Dann machen wir so. Wir haben, momentan haben wir einen Kartenvorteil. Das ist schon mal in Ordnung. Ich finde immer, wenn man die Heldenfähigkeit ganz zu Beginn... Genau. Wenn man die Heldenfähigkeit ganz zu Beginn nutzt, das ist immer so ein Verzweiflungsakt, finde ich. So, dann mache ich mal den hier. Ich habe genau das, was ihr braucht. Führt einen feindlichen... Wir nehmen den. Und ziehen nochmal 2. Okay. Okay. Sehr gut. Zusammen mit der Sportkarte. Okay. Auch so ein Verzweiflungsakt wieder. Der nicht. Das war kein Verzweiflungsakt. So, dann hauen wir... den erstmal raus. Den. Diene dem Feuerfürsten. Den. Den. Und. Den. Hau ihn weg. Come on. Yes! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Concentration. Wir haben gleich den Pyro-Schlag. Wow, 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 wow. Bitte auf den Spot. Ah, sehr gut. Aufs Buch. Okay. Also es hilft nichts. Wir müssen den wegnehmen. Es ist natürlich super ärgerlich. Können wir irgendwas anderes Kluges noch machen? Nee. Also, es gibt keine Alternative. Face bringt nichts. Das wären 10. Was soll ich nur tun? Warte mal. 3, 4, 5 im Sinn? 15. Aber wir haben ja keinen Feuerschlag oder so. Das wäre schon ein bisschen risky. Was soll ich nur tun? Entweder hau ich ihm Pyroschlag. Ja. Ich glaube, ich hau. Wow. Der kann halt. Ja.
Ich mache es so, sorry. Wahrscheinlich hätte ich auf Face gehen können, wäre wahrscheinlich auch nicht mal viel schlimmer gewesen. Ich habe nur Sorge, also ich habe ja noch zwei Spotkarten liegen. Okay, wir machen den. Oh, warte mal. Wir machen den. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Und den. Yes! Yes! Oh! Rang 15. Wache von Silbermond. Das erste Mal. Und wir haben es in 2016 gerade noch so geschafft. Nice. Das riecht danach, dass wir 2017 wirklich Legendary werden können. Es riecht. Nicht mal annähernd so, nein. Sehr cool. Sehr nice. Ich habe nicht mehr mitgerechnet. Ich habe es ja, wie gesagt, in den YouTube-Videos ein, zwei Mal gesagt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr daran geglaubt, dass ich nochmal Rank 15 werden kann. Ich habe jetzt darauf konzentriert gehabt, nur noch mit dem Budget Tempomage zu spielen. Und das ist mega nice. Mega, mega nice. Da steht schon im Chat, 2017 Legend incoming. So sieht's aus. Nicey. Okay. An die YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht, ob mit Kartenchaos oder so. Erstmal habe ich so ein leichtes Zufriedenheitsgefühl. Ich freue mich auf die nächste Runde. Bis bald. Ciao.